Servus, schön, dass ihr auch zum dritten Teil wieder dabei seid, zum Thema Smart Home mit dem Home Assistenten und dem Add-on ESP Home. Heute schließen wir am Wemos D1 Mini einen InVO-Transmitter an. Mit ihm können wir die aufgezeichneten Signale wieder ausgeben und somit Geräte über Siri fernsteuern. Bleibt dran! Beginnen wir mit der übersichtlichen Hardware. Wir benötigen einen Infrarot-Emitter Typ HX53, einen Wemos D1 Mini, eine Datenleitung, eine Plusleitung und natürlich eine Groundleitung. Im nächsten Schritt erstellen wir uns die benötigte YAML-Datei. Dazu öffnen wir den Home-Assistenten, gehen auf ESP Home und legen eine neue Node an. Nicht vergessen, nur Kleinbuchstaben und Bindestrich sind erlaubt. Den Namen haben wir festgelegt. Anschließend wählen wir das verbaute Board aus. Geben die SSID ein mit dem dazugehörigen Passwort und das Passwort für Over-the-Air Update. Nachdem wir den Assistenten verlassen haben, starten wir den Editor. Für unseren Remote-Transmitter legen wir nun den Datenpin fest, den GPIO 03. In der folgenden Zeile legen wir fest, dass die Emitterdiode mit 50% angesteuert wird. Nun legen wir einen Switch fest. In der Plattform Template und der Name ist Infrarot On, gefolgt von einer Turn On Action, Remote Transmitter Transmitter für Samsung Code und die entsprechenden Daten. Wir starten die Überprüfung des eingegebenen Quellcodes. Sollte die Überprüfung in Ordnung sein, starten wir den Upload. Unser YAML-Code wird nun kompiliert und anschließend über die serielle Schnittstelle oder in diesem Fall OCR auf den Wemos D1 gespielt. Das kann einen kleinen Moment dauern. Und schon sind wir fertig. Nun verlassen wir ESP Home und gehen in die Übersicht des Home-Assistenten, in die Rubrik vom Grundig-Radio. Dort habe ich die 7 Tasten schon vorbereitet. Hier ein kurzer Überblick, wie die Konfiguration ausschaut. Ich habe horizontale Stapel gewählt, einmal 3 und einmal 4, für die Tasten On-Off, lauter und auch leiser. Im zweiten Block habe ich die Senderumschaltung programmiert. Für die programmierten Sender Bayern 1, Antenne Bayern, Bayern 3 und das Radio Sachsen-Anhalt wegen der coolen Musik. Die so geschaffene Bedienoberfläche lässt sich über den Browser als auch von der Handy-App des Home-Assistenten steuern. Des Weiteren sind die entsprechenden Befehle auch über Siri abrufbar. Die Platine habe ich entsprechend verkleinert und mit Fusion 360 ein Gehäuse designt. Leider ist der Ausdruck nicht zeitgerecht fertig geworden. Aber das soll ja nicht das Problem sein. Mit einem kleinen Magneten sitzt der Transmitter unter den Küchenhängeschränken. Mit der normalen Fernbedienung funktioniert. Das ist ein schöner Tag. Zweiter Versuch, dem iPad das Radio einzuschalten. Problem mit den in der Abteilung gelagerten Sauerstoffflaschen. Nun fehlt nur noch eine coole Automation. Als Trigger verwende ich den Bewegungssensor im Flur. Zwischen 7.30 Uhr und 9.30 Uhr an bestimmten Wochentagen. Gefolgt vom Bewegungssensor in der Küche. Alexa gibt anschließend die aktuelle Tageszeit und die Temperatur auf dem Balkon aus. Nach einem Delay von 3 Sekunden wird der Service Switch Turn On gestartet
und die Emitterdiode gibt den 38 kHz Datenstrom aus. Am nächsten Morgen. Guten Morgen, es ist 8.13 Uhr. Der Balkon meldet aktuell plus 16 Grad Celsius. Ich wünsche dir einen schönen Tag und schalte für dich Bayern 3 ein. Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the sea. From